Und jetzt wollen wir mal eigene Bilder hinzufügen und gucken, wie gut das funktioniert. Ich hatte ja schon gesehen, man kann direkt hochladen, aber fertig drücken. Kann ich ihn entfernen, ja, und dann hochladen. Ich werde jetzt gucken, ob ich einfach selbst PNGs. Guck mal hier, wir haben Bilder und Füllmuster. Lade ein Muster oder ein Foto, um es als Fülldesigns zu verwenden. Na ja gut, das brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ich will ja eher also einzelne Sachen. Ich hatte jetzt nichts großartig Mustermäßiges. Bild hochladen. Bilddatei hier hinziehen. Okay. Machen wir mal einen Ordner auf. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Irgendwo, weil das ist der falsche Bilderordner. Ich hatte mir nämlich Sticker-Vinyl da. Guck. Ich habe hier ein paar Sachen mir ausgesucht. Ich ziehe die einfach mal hin und hoffe, die sind einfach immer dann da drinne. Wird hochgeladen. Was? Bildertyp auswählen. Ein Bild wird als einzelne Ebene hochgeladen. Wähle eine Option aus, die die Komplexität des Bildes am besten entspricht oder so erhältst du die Tools zur Bearbeitung des Bildes. Einfach, nicht zu komplex. Komplex ist einfach. Das sind alles einfache, weil ich die extra gemacht habe für halt. Ja. Für die Maschine. Anwendung fortfahren? Drucken, dann schneiden, Bild aufschneiden. Among Us. Das hier. Also es ist ja nur fürs Ausschneiden. Es ist nicht drucken und dann schneiden. Das ist ja. Okay. Dann habe ich hier. Ah, ich muss alle einzeln hochladen. Okay. Dann lade ich jetzt ein paar Bilder hoch. Ist ja blöd, dass ich das für jedes einzelne machen muss. So, ich habe ein paar Bilder hochgeladen und jetzt wollen wir gucken, dass wir davon ein bisschen was auf dem roten Vinyl ausschneiden und ein bisschen was bekleben. Und dann probieren wir das Ganze einfach mit der schon bedruckten Folie aus. Und wir haben ja schon ein paar verschiedene Designs und wir machen jetzt einfach ja, neu. Okay, ich habe jede Menge Sachen eingefügt oder hochgeladen. Ich will jetzt mal gucken, ob es nicht vielleicht einfacher geht. Wir nehmen hier Drag and Drop, nehmen jetzt den Paw und sagen, können wir den hier reinziehen? Ne, das können wir nicht machen. Einfügen? Achso, dann kann ich den Schmetterling wieder einfügen. Ne, den will ich ja nicht. Gut. Ich will einfügen ein Bild. Wahrscheinlich ist das unter Bilder. Hochgeladen? Guck mal da. Was nehmen wir mal? Wir nehmen auf jeden Fall die Rose. Wir nehmen mal hier. Wir nehmen die dann mal für die schwarz-goldene Variante. Vielleicht mein Logo auch. Ich hätte gern eins von den Händen. Ich würde sagen, ich nehme die hier. Ich will die Katze. Katze in Rot ist aber doof. Vielleicht nehmen wir die auch in schwarz-gold. Und wir nehmen hier den Among Us. Da haben wir vier Stück. Nehmen wir nochmal den anderen Among Us zum Arbeitsbereich hinzufügen. Und jetzt sortiert er mir das. Ui, das ist ein bisschen groß. Was meckerst du? Du schimpfst hier. Nicht unterstützt. Das Bild ist zu groß. Verringern die Bildgröße. Okay, ja. Gut, das machen wir jetzt einfach mal kleiner. Kann ich mir dann einfach die kopieren, dass ich mehrere von denen hier habe? STRG-C, STRG-V. Ich sortiere, lass sie mal unsortiert. Ich will jetzt mal gucken, ob er das wirklich auf einem Blatt sortiert. Wenn ich jetzt sage, herstellen. Nicht speichern. Ich brauche das nicht gespeichert. Für Smart Materials. Bestätigen. Dann sortiert er das. Ich glaube, ich habe die ein bisschen groß gemacht. Dann sind die, wenn die so um die 5 cm sind, die glaube ich ganz okay. Ich hätte die gern halt schon ein bisschen klein, dass sie so kleine Deko-Dinger sind. Herstellen. Mal gucken, wer es jetzt sortiert. Macht das so. Ich denke, so ist das gut. Da geht auch nicht viel vorbei. Und 30, das ist ja, so ein Stück. Das passt schon.
Ja, man sieht nichts, es ist wie immer sehr fein geschnitten. Ich werde am Ende einfach ein paar Bilder anhängen, wie ich die verklebe. Aber es sieht sehr gelungen aus. Ich kann ja hier mal hier so einen Among Us wegmachen. Ich sollte das vielleicht alles mit der Transferfolie machen, das wäre viel klüger. Aber dann sieht man das im Video, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ich habe hier so ein Mungas Dickerchen. Sagt, ich beklebe ein paar Sachen damit. Klebt mir den jetzt mal auf mein Switch Case. Sagt, es wäre halt viel klüger, hätte ich das mit der Transferfolie abgemacht. Das werde ich bei den anderen Sachen dann auch machen. Da werde ich das richtig machen. So. Ah, das ist doch ein bisschen heikel ohne Folie. Na, geht aber. Okay, nicht schön, aber selten. Bisschen rausdrücken, die Bläschen. So, haben wir hier ein Among Us. Das mit der Vinylfolie hat ja schon ganz gut funktioniert. Das ist jetzt die Folie, die dafür gemacht ist. Also ich hatte jetzt keinen Zweifel, dass das nicht funktioniert. Auch die Bedienung von dem Sirkat an sich ist ja einfach. Und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die nicht von der Maschine ist, also die kein Sirkat ist, sondern halt random von irgendwo. Und die werde ich ja jetzt zuschneiden. Also ich werde mir wieder hier, genau wie wir das eben mit der Folie hatten, auch einfach jetzt mit der probieren und gucken, ob das genauso gut funktioniert. Und dann sind wir mal gespannt. Jetzt nehmen wir die, die ein bisschen mehr schwarze Fläche haben. Ich kann mir nehmen noch einen Among Us hinzufügen. Ja, und das alles kleiner. Machen wir das alles so auf die 10 cm Pi mal Daumen. Und sagen, wir möchten, ja, vielleicht die Katze. Wo ist die Katze? Die hätte ich gern. Oh, die ist der klein. Die Katze finde ich niedlich. So, die werden wir jetzt auf diese Folie nutzen. Wie ihr seht, die tut sich direkt schon wellen. Also qualitativ ist die halt nicht so hochwertig wie die Smart Materials von Cricut. Aber einfach, Versuch macht klug. Ich gucke, dass ich die irgendwie die Wellen hier nochmal rauskriege. Ich werde einfach nochmal das ein bisschen ablösen und nochmal glatt machen auf einem Tisch. Und werde die dann durchjagen. Wir werden das dann einfach auch auf die Matte am besten legen, weil es sind ja keine Smart Materials, sondern halt einfach so eine andere Folie. Und ich gucke einfach mal, wie gut das funktioniert und ob das direkt beim ersten Mal einstellen direkt funktioniert oder ob es durchschneidet, nicht direkt durchschneidet. So, wir gehen auch hier. Wir haben jetzt hier unsere ganzen Dinger herstellen. Er fragt uns ja, wir machen hier für jedes Material auf der Matte. Ja, 30, 30. Bestätigen. Dann sagt er die. Okay, wenn ich den hier hinpacke. Schimpft er dann? Ich mach, warte mal. Wir machen das alles ein bisschen anders, dass wir auch ein bisschen Material sparen. Wir machen die ein bisschen kleiner. Steuerung C, Steuerung V. Vielleicht macht er die jetzt auf eine Linie drauf. Material hier bestätigen. Ja, guck, jetzt hat er so auf eine Linie. Dann haben wir ein bisschen Material gespart. So. Und dann haben wir die Matte. Und wie lang? Also das ist 30-30, die hat hier knapp noch 20 cm. Das werde ich hier jetzt einfach abschneiden. Hier, guck mal, hier sind noch Zentimeter drauf. 15, 15, 20. Also ich mache ein bisschen mehr wie 20. Da schneide ich das hier ab. Und guck mal, ob ich das gerade hinbekomme, um es auf unsere Matte zu legen. Was nehmen wir jetzt eigentlich für die Auswahl? Ich habe jetzt hier keine Klebefolie generell. Ich wollen einfach weiter mit Smart Vinyl gehen. Oder den ablösbaren. Vielleicht ist der ein bisschen dünner. Ich weiß es nicht. Karton ist es ja nicht. Es ist ja schon auch irgendwo Vinyl, also deutlich dünner wie das von Cricut. Ich gehe einfach mal mit Vinyl. Und wir gucken einfach mal, ob es direkt funktioniert oder ob es einfach durchdrückt, weil es so viel dünner ist. Mal schauen. Jetzt heißt Daumen drücken.
Auch die bunte Folie ist fertig. Mal schauen, wie gut das funktioniert hat. So auf den ersten Blick. Sieht schon mal gut aus. Ich werde auf der Folie wahrscheinlich keine dünnen Sachen machen, weil es gibt halt trotzdem versucht, das irgendwie halbwegs gerade zu bekommen. Deutliche Blasenbildung. Oh. Es hat teilweise auch durchgedrückt. Wie gesagt, die Folie ist halt deutlich dünner wie das Smart Material. Aber vorsichtig. Wenn wir das langsam abziehen, funktioniert das so. So, dann wollen wir mal schauen. Dann schneide ich am besten hier eins raus. Ich meine, okay, wenigstens scheint es überall durchgeschnitten zu haben. Teilweise ist es ein bisschen zu stark gedrückt worden, also ist es zu durch. Aber ablösen kann man das, wenn man vorsichtig ist, auch dass die drunter liegende Folie. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil ich die Kamera auf meiner, aber man kann es ablösen. Es ist schwieriger, es ist deutlich schwieriger wie bei dem Vinyl. Aber es ist möglich. Man muss halt auch vorsichtig sein, dass man nicht aus Versehen diese unterliegende Schicht mit abreißt, weil die teilweise doch mit durchgeschnitten ist. Aber nur teilweise. Okay. Geht aber, ist ein bisschen mit mehr Feingefühl zu bearbeiten. Mal die Transferfolie. Hier steht sie. Schneide ich ihn hier ein Stück aus. So. Haben wir auch hier was drauf. Abziehen funktioniert wunderbar. Und jetzt klebe ich das mir auf meinen Fernsehturm. Mein Fernsehturm, ja genau. Ich habe direkt einen Fernsehturm bei mir stehen. Mein Computerturm. Drückt das fest und zieht auch das Abziehen von der Folie. Ah, es funktioniert alles wunderbar, bleibt nichts dran hängen. Mein Übertragungsding funktioniert auch. Ist alles ein bisschen anstrengender mit der Folie, wie man das mit dem Smart-Menü kennt. Wir hatten es ja schon im ersten Block getestet mit dem Abziehen. Aber hier kann ja noch mal einfach vergleichshalber. Mein Logo hatte ich jetzt nicht, nehme ich die Katzenpfote. Schneide mir hier die Katzenpfote aus. Man merkt auch direkt beim Schneiden, das Vinyl ist halt doch so viel dicker wie das andere. Ja, muss überlegen. Ich glaube, so ein Bogen, so einen knappen Meter von dem Smart-Menü war so 12 bis 15 Euro. Und das war halt so eine Folie, die du für 2,50 im Kick kriegst. Also da liegen halt Welten dazwischen von der Qualität des Materials. Aber es geht. So, da haben wir hier null Problem, auch so dünne Sachen auszuschneiden. Ich bin gespannt, wie es mit der Rose ist. Die hat ja sehr, 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 sehr dünne Sachen, auch mit der großen Hand. Die werde ich dann am Ende nochmal zeigen. Also werde ich euch Bilder einfügen oder vielleicht ein kleines Video oder vielleicht mache ich das in Short-Format, weil das Video doch schon sehr lang ist. Aber ihr werdet es sehen. Jetzt haben wir auch hier unser Pfötchen auf dem Transfer-Vinyl. Man muss halt sagen, das klebt halt deutlich besser. Dementsprechend ist es schwieriger, auch das Transfer-Vinyl zu kriegen. Aber es ist ja eigentlich von Vorteil, wenn das schwieriger klebt. Machen wir jetzt mal auf USB. Okay, seht ihr das? Weiß ich nicht. Auf USB-Klappe. Mach das mal dahin. Nehmen wir hier den Spachtel. Richtig fest andrücken. Wie bei dem unten auch. Und hoppala. Jetzt haben wir das Pfötchen auf der USB-Platte kleben. Keine Sorge, die USB-Platte ist einmal lackiert, also es ist halt kein reines Holz, das bröselt nicht ab, ist behandelt. Aber es klebt auch auf solchen rauen Sachen ganz gut.
So, dann würde ich sagen, Versuch 1 war erfolgreich. Wir haben uns heute das Circuit Studio angesehen. Es funktioniert alles wunderbar. Es ist auch sehr einsteigerfreundlich. Also man muss jetzt nicht großartig Vorwissen haben, um das bedienen zu können. Es ist alles sehr, sehr simpel aufgebaut, was ich eine super Sache finde. Und wir haben es einfach jetzt testteilshalber erstmal mit dem beigefügten Smart Material probiert von der Firma selbst, das kein Problem war. Das ging ja alles ratzfatz. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt und einfach direkt funktioniert. Wir haben auch geguckt, wie es ist, wenn man kleinere Stücke hat, dass man halt solche Matten nehmen muss. Hat dann auch problemlos funktioniert, wie wir es dann herausgefunden hatten. Oder halt der zweite Versuch war, wo man das kleine Material, also den kleinen Rest, einfach auf die Matte. Dementsprechend hat man auch weniger Verschnitt. Also man kann auch, wenn man kleinere Reste hat, die dann auch noch immer nutzen, wenn man ein passendes, ja, Bild dafür hat. Und selbst wenn man halt auf solche Folien übergehen möchte, anderes Vinyl von anderen Firmen, die halt qualitativ nicht so hochwertig sind. Wie gesagt, das ist jetzt so eine Rolle. Die habe ich vielleicht irgendwann mal vor 2 Jahren oder so im Kick oder so gekauft. Selbst das funktioniert, hat halt seine Nachteile. Die Folien sind dünner, es schneidet hier und da ein bisschen durch. Generell das Schneiden ist schwieriger auf diesen Folien. Die sind ja auch ehrlich gesagt nicht dafür gemacht, dass man die durch so einen Plotter jagt. Funktioniert tut's trotzdem. Das finde ich eine super Sache. Also wir werden hier und da einfach mal verschiedene Sachen durch den Plotter jagen und gucken, wie es funktioniert. Eigentlich alles, was ich so in die Finger kriegen kann. Ich habe hier und da schon ein bisschen was gefunden. Das nächste, was wir machen werden uns anschauen, ist eigene Sticker machen, weil das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich das Ding für mich gekauft habe, weil ich Sticker machen möchte. Und da werden wir uns anschauen, ich habe zurzeit nur Etikettpapier da. Also halt so einfach Papier zum selber drucken, was halt selbst klebt. Das werden wir dann einfach nutzen und mal gucken, was ich sonst noch so in die Finger kriegen kann, was wir schneiden können. Wir werden irgendwann uns auch mal die Bügelfolie anschauen. Das ist wahrscheinlich dann die dritte Folge. Also erst Sticker, dann Bügelfolie und dann schauen wir mal, was ich noch so in die Finger kriege, was man schneiden können. Und ja, dann würde ich sagen, wie hat euch das Video gefallen? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr eine coole Idee für einen Sticker. Sei es jetzt so was Simples, so ein Vinyl-Sticker, so einen einfarbigen Sticker, sei es ein anderer Sticker. Wir werden wahrscheinlich nächste Zeit, wenn ich machen kann, wieder Sticker machen. Ich mag Sticker. Ein Großteil von den Sachen, gerade die bunten Stickern, werden bei mir später in den Etsy kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich solche Vinyl-Sticker mit in den Etsy packen möchte. Hättet ihr Interesse dran, dass die da in den Etsy kommen möchte? Da kann ich die ja mit der Transferfolie drauf verkaufen. Wenn ihr das möchtet, da bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ihr generell Interesse habt und ihr möchtet selbst was haben und möchtet euch nicht so ein Gerät anschaffen, ich bin auch Ansprechpartner für private kleine Projekte. Also, wenn ihr da was braucht, könnt ihr mich anschreiben und wir werden uns da bestimmt einig. Das kann man ja dann alles per Post zuschicken. Und wir helfen uns gegenseitig. Auch wenn ihr generell Interesse an irgendwas habt oder Fragen habt bezüglich sowas. Fragt einfach nach, wenn ihr einfach coole Ideen habt und einfach mal ein bisschen was ausprobieren möchtet. Mit mir zusammen bin ich für euch da. Generell will ich jetzt ein bisschen mehr so DIY-Shit machen. Da habe ich gerade irgendwie ein bisschen Spaß dran. Ich habe hier und da schon die ein oder andere Idee, die man mal machen könnte. Und ja, das wird es dann aber zusätzlich zu dem anderen 3D- und Kunstkram wird es hier Basteleien wahrscheinlich die nächste Zeit geben. Und ja, dann lasst doch mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer dann kommen möge, sei es irgendwie ein Storytime, sei es ein Timelapse, sei es halt irgendjemand anderes. Ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Tschüss.